Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Core-Projekt und zwar wieder mal mit T4DX. Jo! Wir spielen heute Resident Evil 5 und ich würde sagen, wir starten erstmal in die Lobby rein. Resident Evil 5. So, kaufen. Ich bräuchte eigentlich bloß ein bisschen Munition. Aber ich kann mir irgendwie keine Munition kaufen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das Game mir Munition gibt. Und ich kann mir keine Pistole kaufen. Ich hoffe, das Game gibt mir eine Pistole. Ja, falls nicht, starten wir nochmal neu und ich kaufe uns beiden eine Pistole. Gut, machen wir das so. Okay, und jetzt kommt eine Cutscene. Captain Deschat here. We've secured the underground route to the coordinates. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit, BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Hey! Huyo ingenji! Alafanya nini hapa? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Okidoki, das war eine sehr lange Eröffnungs-Cutscene. Ja. Achso. Moin. Erstmal die Facecam wieder eingeschalten. Okay, wie gesagt, ich hoffe, wir kriegen nochmal alle Waffen.
Denn ansonsten müssen wir wirklich nochmal neu starten und ich muss für jeden von uns eine Knarre kaufen. Das nervt mich ein bisschen, dass der Charakter ganz rechts am Bildschirmrand ist und links so viel Platz ist. Wenn es in der Mitte wäre, wäre es irgendwie besser. Ach, ist der bei dir ganz rechts? Ja. Weil meiner ist ganz links. Okay. War das eigentlich, geht das eigentlich nur mir so oder war das in der Cutscene mit den Stimmen wieder ein bisschen leise? Wahrscheinlich, ja. Also auch bei mir war es ein bisschen leise und hier ist überhaupt nichts drin. Naja, muss man ein bisschen hochstellen. Der Typ da schlachtet gerade irgendwas. Das sieht sehr gut aus, was du da machst. Sehr hygienisch auch. Ja, also ich würde. Jo, wie er mich anguckt. Er hat gar keinen Bock auf mich. Die verprügeln da gerade ein. Dieser tote Blick von ihm. Okay, ihr habt aufgehört, guckt ihr uns an. Wir haben nichts getan. Macht weiter, Jungs, macht weiter. Ist alles cool. Kein Stress. Hi. Wie klein du einfach im Vergleich zu ihm bist. Das juckt dir auch nicht so wirklich, dass ich hier bin. Die guckt. Alter, wie der Typ guckt. Junge. Ja, guck dir mal den Typen hier an. Der guckt einfach, als ob ich seine ganze Familie getötet habe. Ja, ich seh's. So, was ist hier? Kann ich mir hier ein Radio kaufen? Nee. Und ich fürchte auch nicht, sonderlich nett aus. Ich fürchte nicht, nee. Da fliegen so ein paar Fliegen um dich rum. Alle weg. Plötzlich ist die Stadt einfach leer. Ja, ich hoffe mal, dass das mit dem Facecam An- und Ausgemache hier einwandfrei funktioniert. Ich habe das jetzt vorher nicht getestet, also. Nachher ist die ganze Zeit die Facecam nicht drin. Dann suche ich mir die Cutscenes raus und schneide sie extra rein. Ist gar kein Thema. Wer spricht da? Vater, bist du es? Vater. Oh Gott, ja, also ich weiß, was du meinst mit dem Charakter am Rand des Bildschirms. Ja, es ist halt immer noch diese alte Panzersteuerung so ein bisschen. Ja. Aber es ist schon deutlich besser als in Resident Evil 4. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Moin. Warte mal, kann man hier... Oh Gott. Okay, nee, ich kann noch gar kein Messer und so weiter benutzen, alles klar. Good, you're both here. Come. You too. This way. Ja, das habe ich schon verstanden, dass wir da lang gehen sollen. You should do what you came here to do and go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. I have your weapons for you here. Check them. Ach gut, wir kriegen Waffen, siehst du? Besser ist das. Grab your weapons. The operation's already started. Okay. Gut, jetzt habe ich zwei Pistolen. Das finde ich jetzt ein bisschen schwierig. So, passt das vom Aiming her? Ist ein bisschen schnell, aber komme ich schon irgendwie mit klar. Jo, wie sehe ich denn aus? Town Square's up ahead. Go through there. Alpha Team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Ouroboros? Mostly just... Wie du aussiehst. Ja. ...about visions of a Doomsday project. Doomsday sounds about right. And apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He's our only lead. And be careful out there.
Jetzt sind wir hier drin gefangen. Ja, also am Anfang ist jetzt noch sehr viel mit Cutscenes, das legt sich aber im Laufe des Spiels wieder, wenn es erstmal jetzt ans richtige Gameplay kommt. Das war jetzt alles nur Vorgeplänkel. Oh Gott, okay, an die Steuerung muss man sich wirklich erst wieder gewöhnen. Ich glaube, bei dieser Steuerung wäre Controller wirklich angenehmer. Aber egal, ich bleibe jetzt bei Maus und Tastatur. Ja, ich auch. Oh. Gesundheit! Dankeschön. Ja, und was mein Outfit angeht, ich glaube, das ist ein extra Outfit, was ich irgendwann mal ausgerüstet habe und jetzt nicht. Das ist nicht das Standard-Outfit, was er in diesem Spiel eigentlich anhat. Nee. das sieht nicht so aus irgendwie. Nee, das. Eigentlich hat er ganz andere Klamotten an. Ja, die er am Anfang an hatte, oder nicht? Nee, die auch nicht. Also, er hat dann sein ganz normales BSAA-Outfit an, was er auf dem Cover hat, falls du das Cover noch in Erinnerung hast. Nee, hab von ich dem, tatsächlich von, nicht. Von dem Discord-Link. So. Dokument einmal eingeblendet für diejenigen, die sich's durchlesen wollen. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Resident Evil 5 ist ja eh mehr so ein Game, was sich mehr aufs Gameplay konzentriert und weniger auf Story. Weswegen ja viele auch sagen, es sei kein gutes Resident Evil. Das hört sich sehr gut an. Irgendwie wünschte ich mir gerade, ich hätte das Standard-Outfit an, aber egal. Geht schon. Das wäre jetzt ein bisschen akkurater. Ja, das sieht irgendwie so unpassend aus. Das sieht aus, als ob du Urlaub machst. Ich glaube, ich kann das nach der ersten Mission wieder switchen. Was macht ihr da? Was ist das? Was macht ihr da? Und wir stehen auch nur da und gucken zu, wie das passiert. Na, hast du Bock, auch eine Runde damit zu drehen? Ihr seht ja echt nicht normal aus, Jungs. Ja, der sieht sehr okay aus. Die Hose. Das ganze Outfit. Okay, und los geht's. Dippst du jetzt? Nein? Dann halt so. Alter, ich baller ja wirklich alles auf den. Ja, ich habe extra nicht so viel geschossen, sondern wollte ein bisschen noch Nahkampf benutzen. Weil auch wenn das hier mehr auf Shooter ausgelegt ist als die anderen Resident Evil Teile, zumindest die alten, ist es halt trotzdem ein bisschen mit Munitionsknappheit. Und ich glaube, wir sollten uns auch entscheiden, es ist glaube ich immer besser, wenn einer Pistole und einer MP spielt, dass man die Munition immer so gut aufteilen kann. Ja, das können wir so machen. Oder einer Shotgun oder sonst sowas, gibt ja ein paar unterschiedliche Waffenarten. Ey, ich muss dieses Outfit wechseln, ne? Das geht ja gar nicht. Ich finde das super. Hä, wo bist du denn? Ich bin hier hinten. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Hä, die Tür ist zu, ich komme hier nicht durch. Ach doch, mit F. Diese Loading Gate lag gerade, als du durch die Tür gegangen bist. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Heißt, wir müssen wahrscheinlich da hinten lang. Wahrscheinlich. Hier ist allerdings auch keine Tür. Ah, okay, wir müssen Resident Evil 4-mäßig aus dem Fenster springen. Na gut. Lol, das sah sehr gut aus, was du da gemacht hast. Ja. Vor allem noch schön mit dem Kopf durch das Glas, anstatt vorher das Glas erstmal kaputt zu machen. Ja, ja, das kennt man aus mit Resident Evil 4 ist das reingekommen. Alter, hier geht ja direkt schon die Party ab. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ging ja wirklich schnell. Ich habe jetzt schon gar keine Muni mehr. Ja, es wird auch bei mir gerade sehr knapp. Okay,
Ich glaube, die können wir gar nicht alle kriegen im aktuellen Zeitpunkt. Ich glaube, wir sollten einfach gehen. Ja. Wir lassen die hier einfach in Ruhe und dann passt das auch. Ja, das war auch so gedacht scheinbar. Das war eine ordentliche Munitionsverschwendung gerade. Ja, ich habe über euch hab gar nichts mehr. Ich habe noch einen Schuss. Hä, ist das irgendwie auch beim guck mal, wenn du läufst, dann drehst du dich voll langsam nach links und rechts, aber wenn du stehen bleibst, dann ist es voll schnell irgendwie. Ja, wie gesagt, das ist diese Panzersteuerung von früher. Voll nervig, Alter. Jo. Ja, das ist halt das, was viele von den alten Fans stört, dieses, trashige, sagen wir es mal so. Dieses, ja, geil, Muni. Dieses Comic-Helden-mäßige, weißt du, wie ich meine? Ich finde das gar nicht so scheiße, um ehrlich zu sein. Es nimmt halt ein bisschen die Ernsthaftigkeit, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Gibt viele, die stören sich richtig daran. Ja, los. Okay, ich habe aber so das Gefühl, ich muss das Game für die nächste Aufnahme noch ein bisschen lauter stellen. Irgendwie. In den Cutscenes ist es irgendwie ganz leise teilweise. Oh, so, und hier hätte ich, hier irgendwo dann wahrscheinlich schon gesagt, yo, alles klar, das war's für den Part, oder ich beende den Part gleich, weil das waren jetzt auch bestimmt schon wieder 20, 25 Minuten, aber du kannst die Parts natürlich bei dir auch gerne noch länger machen, weil dein Upload-Speed ist ja auch wesentlich schneller. Ja, das ist, keine Ahnung, ich würde sagen, bis zum nächsten Checkpoint können wir noch machen. Können wir so machen, dann mache ich auch gleich erstmal wieder meine Fenster hier zu. Hab jetzt nicht so ganz auf dem Schirm, wie lang die Aufnahme ungefähr war, aber sollte gehen. War ja auch viel Cutscenes so, ne, jetzt in der ersten Folge. Ja, aber Alter, das ist echt mega nervig. Ich muss quasi immer so ein bisschen, ich muss dann immer stehen bleiben, damit ich mich schneller bewegen kann, weil wenn man läuft und sich dreht, ist das so langsam. Ja, also so grafikmäßig hat das Spiel ja eigentlich ein Remake nicht nötig, aber von der Steuerung her wäre es angebracht, sagen wir so. Ne, Grafik finde ich auch super, aber ja, Steuerung ist verständlich. Aber ich würde sagen, Resident Evil 5 Remake ist gar nicht so unwahrscheinlich. Gibt's aber noch nicht, oder? Nee. Nee. Also jetzt, als nächstes kommt, glaube ich, das Remake zu Resident Evil 4. Es soll gerade in der Mache sein. Digga, wer ist der Typ denn? Das ist doch gar kein Zombie. Warum helfen die Zombies ihm? Zombies sind generell nicht in diesem Spiel. Aber Infizierte. Ja. Die unterliegen ihm irgendwie, obwohl er selber gar kein Infizierter ist. Das überrascht mich ein bisschen. Er ist auch infiziert. Ach so. Oh. Jo, mit dem war es das dann. Glaube ich. Jungs, alles gut, wir wollten nur zuschauen. Ihr könnt da ruhig weitermachen. Die haben gar keinen Bock. Also mit meiner Pistolenmunition werde ich die nicht alle kriegen. Nee, das glaube ich auch nicht. Wir müssen weglaufen, oder? Nee, ich glaube, wir müssen jetzt halten. Ach, und so eine Kisten hier auch immer kaputt machen, da kann immer Munition drin sein. Ja, ich habe ich schon gemacht. Also ich habe auch zwei Granaten. Das war wieder unnötige Munitionsverschwendung, ich konnte nicht durchs Fenster schießen. Oh Gott! Auf hinter! Wow! Und wenn man mit der Waffe zieht, kann man sich gar nicht mehr bewegen, ne? Ne, dann kann man sich nicht bewegen. Das ist auch aus Resident Evil 4 von der Steuerung her. Wie gesagt, also von der Steuerung hat es wirklich Potenzial, dass man mal ein Remake machen könnte. Deswegen denke ich mal, werden die das auch nach dem Resident Evil 4 Remake eventuell vielleicht sogar machen. Bei Resident Evil 6... Du brauchst hier gar keine Munition zu verschwenden, weil die können dich gar nicht angreifen, wenn die nicht hier durchgestiegen sind. Du kannst einfach Nahkampf spammen hier. Oh, lass mich los, du Mizzet. Oh, das sind ganz schön viele gerade. Also ich kann hier problemlos halten.
Gib doch die Munition auf. Ich finde es nur nicht so nice, dass man das nicht auf die Maustaste legen kann, Nahkampf. Jetzt muss ich hier V die ganze Zeit spammen. Echt V? Ich habe mir das auf E gelegt. Finde ich viel angenehmer. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sitze hier so ein bisschen in der Klemme gerade. Ja, kenne ich. Wenn ihr euch mal alle ganz kurz verpissen würdet, dass ich hier einmal rausgehen kann. Ah, Junge! Sehr nett. Der Typ auf dem Boden komm hat mir gerade über den Weg blockiert. Zielleine. Oh Gott, ich habe keine Muni mehr. Kommt man hier weg irgendwie? Nee, ne? Glaube nicht. LOL, ich kann Drehtritt und Saltos machen, wie awesome ist. Yo, Roundhouse Kick! Du verreckst da gerade so ein bisschen. Ja, ich merk das schon. V? Oh, der Henker! Für ein Ding? Der Henker, der Henker! Der Henker, ja, der Henker! Oh, scheiße, hier ist ja Sackgasse. Ja. Das ist ganz mies jetzt. Ich hab keine Muni, du musst den Henker platt machen. Ja, mit dem will ich nicht in den Nahkampf gehen. Ich hab auch nicht mehr viel, aber ich hab Granate. Oh. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Warte, ich mach Salto. Ah, zieht Leine. Oh, jetzt müsste ich mal los ganz schnell. Hier, komm raus hier. Oh Gott, er hat mich. Nein. Ich hab mich befreit, aber ich brauch mal Hilfe jetzt. Ah, versuch ich ja. Ich hab ihn. Oh. Jetzt sind ein paar viele hier. Ja, oder? Raus aus diesem Haus. Raus aus dem Haus. Let's go. Oh Gott. Steuerung ist gerade echt ein bisschen weird. Ich sag's dir, Xbox-Controller-Steuerung wird hier bestimmt besser funktionieren. Alter, ich kann mich so langsam drehen, das glaubst du gar nicht. Ich muss viermal die Maus übers Mauspad ziehen, um mich einmal zu drehen. Okay, so schlimm ist es bei mir nicht. Aber nur manchmal. Manchmal geht's auch klar. Oh, wenn es halt nur der Fette wäre, ne? Kann ich dich verletzen? Nee. Nee, hab ich ausgestellt. Okay, jetzt habe ich auch keine Muni mehr. Aber ich habe noch das Ding. Oh nein, jetzt jetzt habe ich dich abgefackelt, Lull. Ist der Henker tot? Nein, er lebt immer noch. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Gut vorstellbar, ja. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Munition finden. Ich bin auch ganz schön lowlife, um ehrlich zu sein. Ja, glaube ich dir. Hier ist überall nur Geld. Steigt hier hoch? Die steigen hier hoch? Ja, ich habe hier überall nur Geld, aber ich brauche Muni. Aua! Oh, der hat mich der hat mich von hinten genommen. Der hat mich richtig von hinten genommen. Oh shit. Du ziehst auch einfach komplett ab. Okay, ich gehe down jetzt. Oh, ja. Kann ich dich wiederbeleben oder bist du jetzt richtig down? Nee, ich glaube, ich bin richtig down. Ja, ich glaube auch, sonst würde die Kamera nicht so auf dich draufhalten. Ja, ist ja gut, ich bin ja tot. Die haben Bock. Wenn einer von uns beiden stirbt, das ist instant vorbei, ja? Wenn man komplett down geht, ja. Okay, ich würde sagen, das reicht mir jetzt aber wirklich für den Part. Und dann geht's das nächste Mal bei dir weiter. Bis dahin. Alles klar. Bye, bye. Bis dahin, tschüss.